Der größte Forschungsflieger des DLR geht an den Start. Harlow protzt mit 10 Stunden Flugzeit und einer Flughöhe von 15.000 Metern. Der umgebaute Business Jet bringt von nun an Klima- und Atmosphärenforscher in außergewöhnliche Höhen. In Oberpfaffenhofen übergibt Bundesforschungsministerin Professor Annette Schavan das Flugzeug feierlich an die Wissenschaft. Und DLR-Vorstandschef Professor Johann Dietrich Wörner braucht einen langen Atem, um Harlows zukünftige wissenschaftliche Einsatzgebiete aufzuzählen. Jetzt geht die Forschung los. Aerosole, Wolken, Wasserkreislauf, Selbstreinigungskapazität der Atmosphäre, Tropopausenchemie und Dynamik, Klimaveränderung und extreme Wetterereignisse. Herausragende Flugeigenschaften, ganz neuartige Messmöglichkeiten zeichnen Halo aus. Damit eröffnen wir der Klima- und Atmosphärenforschung auch international neue Dimensionen. Bis 2015 sind mehr als 10 wissenschaftliche Missionen geplant. Der erste Einsatz reicht von Kontinent zu Kontinent. Von Oberpfaffenhofen zum Ozonloch über der Südpolarregion hin zu den Malediven und Libanon, vorbei am rauchenden Ätna und zurück in die Heimat. 70 Flugstunden lang schnuppert Harlow nach Stickoxiden über Zentralafrika, nach Luftverschmutzungen über Südostasien und in der Stratosphäre über dem Südpol. Damit die Wissenschaftler bei ihren Klimaprognosen genauer werden können. Ein Flughafen funktioniert im besten Fall wie eine sorgfältig einstudierte Ballettaufführung. Mit Starts und Landungen im optimalen Takt. Mit Passagieren, die auf die Minute genau an ihrem Ziel ankommen. Mit Piloten, die sicher und zuverlässig ihre Maschinen fliegen. Und Lotsen, die in dem Musikstück den Rhythmus vorgeben. Im Validierungszentrum in Braunschweig stellt das DLR den Luftverkehr der Zukunft auf die Probe. Dafür packt das DLR ganze Flughäfen mit ihrem Luftverkehr virtuell in einen 360-Grad-Tower-Simulator und stellt mit dem Radarsimulator Atmos das Kontrollzentrum der Flugsicherung nach. Auch wenn immer mehr Flieger und Passagiere unterwegs sind, sollen die Flughäfen sicher, effektiv und umweltfreundlich funktionieren. Ohne gutes Management ist Luftverkehr nicht mehr möglich. Das gilt für das Team am Boden, aber auch in der Luft. Flugbewegungen, Entfernungen, Routen. Für die Tests im Validierungszentrum in Braunschweig sind die Arbeitsbedingungen so nah an der Realität wie möglich. Piloten steuern im Cockpit Gecko mit neuen Softwareprogrammen ungewohnte Anflüge. Nur wenn das Zusammenspiel aller Akteure funktioniert, ist die Vorstellung gelungen. Das war ein ganz tolles Flugzeug. Speziell auch geplant für unwegsames Gelände. Deshalb musste das Flugzeug sehr, sehr wendig sein. Es war das allererste Flugzeug, was ich vom DLR überhaupt gesehen habe. Der Facettenreichtum unseres Arts von Flugbetrieb, der war sehr, sehr weit gespannt. Atas. Eine Ära geht zu Ende. Ein Abschied, der niemandem leicht fällt. Doch nach 27 Dienstjahren werden Ersatzteile Mangelware. Als letztes fliegendes Exemplar des Typs VFW 614 ist Atas zum aussterbenden Dinosaurier geworden. Zum Abschied gibt es eine Feier für den Flugveteranen. Für viele Wissenschaftler war Atas ein langjähriger Begleiter. In seiner aktiven Zeit war der Forschungsflieger ein Multitalent. Er untersuchte Wirbelschleppen und lärmarme Landeanflüge. Mal imitierte er als fliegender Simulator ein Flugzeug der Zukunft, mal ließ er sich vom Boden aus steuern. Für angehende Flugingenieure und Studenten war er 8 Jahre lang das fliegende Klassenzimmer, in dem sie ihr Handwerkszeug lernten.
Der Forschungsflieger bekommt eine letzte Ruhestätte. Deutsches Museum, Flugwerft Schleißheim. Und somit verabschieden wir heute ein einzigartiges Fluggerät aus deutscher Sicht, aus Flugzeugbauersicht, aus Forschungssicht. Dieses Flugzeug hat ganz toll gearbeitet und es wird nicht verschrottet, es wird nicht auseinandergenommen. Ein bisschen Wehmut ist natürlich auch dabei. Es ist tatsächlich ein trauriger Moment, so ein Flugzeug außer Dienst zu nehmen. Auf Wiedersehen, Atas. Australien zu Besuch. Das DLR testet ein Raumfahrzeug von Down Under im Windkanal. Peter Tesch, australischer Botschafter in Deutschland, lässt sich von DLR-Luftfahrtvorstand Professor Rolf Henke zeigen, wie das DLR am Scramjet forscht. Dessen Antrieb soll einmal Raumschiffe auf 15-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigen. Universität in der Luft. 7 Studierende der Luft- und Raumfahrt können im fliegenden Hörsaal des DLR Flugmanöver und Messungen in Echtzeit mitverfolgen. Die Cessna 208B Grand Caravan hat dafür Plätze mit Monitoren, an denen jeder Nachwuchswissenschaftler die Anzeigen der Cockpit-Instrumente beobachten kann. ILA 2012 in Berlin. Das DLR zeigt mehr als 50 Exponate auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung. Delegationen aus dem In- und Ausland informieren sich über die Forschungsbereiche Luft- und Raumfahrt, Energie und Verkehr. Kooperationen werden vereinbart und Verträge unterzeichnet. Norwegen, Andøya. Die nördlichste Insel der Westerålen. Auf der Andøya Rocket Range warten die Wissenschaftler des DLR auf gutes Wetter, auf Windstille, auf den richtigen Moment für den Start des Raumfahrzeuges Chefex 2. Mit Kanten und Ecken soll es bis ins Weltall fliegen und anschließend unbeschadet wieder in die Atmosphäre eintreten. Alles ist vorbereitet. Stück für Stück hat das Team Chefex zusammenmontiert und auf die Raketenmotoren gesetzt. Wissenschaftler und Ingenieure der mobilen Raketenbasis Moraba packen gemeinsam an. Die Radarstationen sind aufgebaut und empfangsbereit. Während des Flugs verfolgen sie den Weg von Chefex 2 und zeichnen die Daten der zahlreichen Messsensoren an Bord des Flugkörpers auf. Im Kontrollraum, kurz vor dem Start. Radar von Payload? Ist der Payload turned on? The Payload is turned on. Okay, thanks. Okay, Transponder is on. Schließlich richtet sich die Startrampe mit dem scharfkantigen Raumfahrzeug auf. Der letzte Wetterballon klärt, ob in den oberen Luftschichten der Wind eine Pause einlegt. Erst dann gibt es grünes Licht für den Countdown. All stations are go. We are proceeding. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Chefex 2 steigt in der norwegischen Mitternachtssonne zum Flug ins All. Gigantische Canyons, Einschlagkrater und Gebirgsketten. Der Mars beeindruckt mit seinen unterschiedlichen Landschaftsformen. Früher sorgte dies dafür, dass man von der Erde aus sogar ein künstlich angelegtes Kanalsystem zu sehen glaubte. Gibt es tatsächlich Leben auf dem Mars?
Um das herauszufinden, holen die Planetenforscher des DLR den Mars auf die Erde. In einer Simulationskammer setzen sie alpine und polare Flechten dem Klima und der Atmosphäre des Mars aus. 34 Tage lang. Ein Vakuumpumpsystem sorgt für eine dünne Atmosphäre. Die Temperaturen schwanken von minus 50 Grad Celsius bis plus 23 Grad Celsius. Das überraschende Ergebnis? Die Überlebenskünstler würden auch auf dem roten Planeten gedeihen. Gesteuert und überwacht aus dem Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen kreisen bereits vier Satelliten des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo um die Erde. Insgesamt sollen es einmal 30 Satelliten sein, die in 23.222 Kilometern Höhe ihre Bahn ziehen werden. Luftverkehr, Schifffahrt, Auto- und Bahnverkehr sollen von dem hochpräzisen Navigationssystem profitieren. Die Vorbereitungen auf der Erde haben bereits begonnen. Sendemasten strahlen ein virtuelles Galileo-Signal aus, damit die Anwendungen der Zukunft entwickelt und getestet werden können. Gates nennen sich die Testumgebungen, in denen es auf eines ankommt, die exakte Position des Nutzers. 28 Kilometer lang sind die Schienen von Railgate, auf denen die zurückgelegten Zugwege mithilfe der Galileo-Positionsdaten in Echtzeit verfolgt werden sollen. Im Berchtesgadener Land simulieren Stationen von den Bergen aus die Signale aus dem All und bieten Testmöglichkeiten für Autos und Fußgänger. Fahrzeuge können mit Galileo exakt und auf die Sekunde genau ihre Position bestimmen. Bei Gefahr das Fahrzeug autonom ums Hindernis lenken. Schiffe testen mit Seagate die präzise Navigation in engen Hafenzufahrten. Und AviationGate lässt Flugzeuge mithilfe von Galileo-Signalen starten und landen. Testlauf. Mit 11 Experimenten an Bord startet der deutsche Kleinsatellit TET-1 vom Weltraumbahnhof Baikonur zu seiner Mission. Ein Jahr lang sollen unter anderem Solarzellen, Navigationsgeräte und eine Kamera ihre Weltraumtauglichkeit unter Beweis stellen. Antenne mit neuen Dimensionen. Einweihung mit Gästen aus Politik, Forschung und Industrie. Finanziert wurde der Bau von Deutschland und Luxemburg. Die Empfangsanlage soll die Leistungsfähigkeit von Satelliten testen. 13 Meter Durchmesser hat der Reflektor der neuen KA-Band-Antenne des DLR. Raumfahrtrobotik für die Erde. Antriebe aus der Robotik machen das Robomobil zum idealen Stadtauto. Wenden auf der Stelle oder mit Kameraaugen den Verkehr im Blick halten. Das ist kein Problem für Romo. Und die Fernbedienung zum Roboter im All kann auch das Operationsbesteck auf den Millimeter genau lenken. Optimale Bedingungen für den Chirurgen, der die Roboterarme von Mirosearch bewegt. Blick in die Gehirne der Mars 500 Probanden. In der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität untersuchen Ärzte die Marsonauten. Haben Isolation und Stress während eines 520-tägigen virtuellen Flugs zum Mars Auswirkungen auf das Gehirn der Probanden? Die Ergebnisse aller Experimente liefern die Erkenntnisse für zukünftige Langzeitmissionen zu fernen Planeten. Transporter für die Raumstation. Das dritte ATV Eduardo Amaldi versorgt die Astronauten der Internationalen Raumstation ISS mit Lebensmitteln, Kleidung, Wasser und Luft. Nach 6 Monaten koppelt das ATV 3 ab
und verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre. Wind hat mit Luft zu tun. Und Luftfahrt gehört zu den Kernkompetenzen des DLR. Wer aus Wind Strom gewinnen möchte, muss sich auch mit Aerodynamik, Aeroakustik und Aeroelastik auskennen. Und die automatisierte Produktion von Faserverbundbauteilen beherrschen. Dieses Wissen optimiert die bisherigen Windkraftanlagen. Fernerkundungsdaten aus der Raumfahrt helfen wiederum bei präziseren Windvorhersagen. In Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen wird Windenergie so effizienter, kostengünstiger und leiser. Die Anlagen werden leistungsstärker und leichter und passen sich mit dem Rotorblatt der Zukunft problemlos den Windverhältnissen an. Schon heute trägt die Windenergie 8% zur Stromerzeugung in Deutschland bei. Bis 2030 will die Bundesregierung eine Abdeckung von 30% erreichen. Grundlagenforschung legt dafür den ersten Stein. Solarforschung verbindet. Wenn die Spiegel am Solarturm Jülich oder auf der Plataforma Solar de Almería in Südspanien die Sonnenstrahlen auf ein einziges Ziel lenken, gewinnen die DLR-Wissenschaftler Erkenntnisse, die in Nordafrika zum Einsatz kommen und profitieren wiederum von den Forschungsergebnissen aus dieser Region. Im geplanten Turmkraftwerk in Algerien steckt Wissen aus Jülich. Auf der marokkanischen Solar Paces-Konferenz tauschten sich die Wissenschaftler des DLR mit weltweit führenden Solarforschern aus. Auszeichnung für emissionsfreies Bugrad. Umweltfreundlich, weil der Treibstoffverbrauch sinkt. Und leise. Für diese Eigenschaften erhielt das brennstoffzellenbetriebene Bugrad den CleanTech Media Award in der Kategorie Luftfahrt. Langsam, aber stetig rollt ein Schwergewicht von Berlin nach Göttingen. 20 Meter lang und 34 Tonnen schwer ist der Regionalzug, der seine Schienen schon längst verlassen hat. Das Fahrzeug hat als Transportmittel ausgedient und beginnt seine wissenschaftliche Laufbahn im DLR mit einem ungewöhnlichen Transport. Über mehrere Autobahnen führt der Weg zum Ziel. Für Strömungsforscher ist das Schienenfahrzeug ein wahrer Glücksgriff. Ein eigener Zug für die Wissenschaft. Das ist einmalig in der Forschungslandschaft. Bahnfahren soll für die Passagiere komfortabler werden. Dafür muss die Luftströmung um und im Zug stimmen. Nach der Fahrt auf dem Tieflader geht der Triebwagen eines Talent 2 Regionalzuges in die Luft und schwebt am neuen Standort im DLR Göttingen ein. Besorgte Blicke bei den Wissenschaftlern, konzentrierte Mienen bei den Mitarbeitern des Transportunternehmens. Die Forschung kann beginnen. Wie muss ein Zug klimatisiert sein? Und wie kommt der Lärm in den Zug? Das neue Bahnlabor wird die Antwort geben. Flottenversuch zur Elektromobilität. 6 Monate lang begleiten Verkehrsforscher des DLR die Nutzer einer Flotte von Hybridfahrzeugen. Wie tankt man? Werden Autos wie der Twin Drive anders genutzt? Die Wissenschaftler wollen es von den Versuchsteilnehmern ganz genau wissen. Intelligente Kreuzungen. Im Verbundprojekt Urban kommuniziert die Kreuzung mit den Autos. Das DLR untersucht gemeinsam mit 30 Partnern, wie Ampeln und Fahrerassistenzsysteme miteinander sprechen und so das Nadelöhrkreuzung entschärfen können. Das Besondere steckt in dem kleinen weißen Container. Das Kamerasystem, das während des Flugs in Echtzeit Daten zur Erde senden wird. Sorgfältig wird das Zubehör am Motorsegler verschraubt.
Wenn der Flieger über Bremerhaven kreist, soll die DLR-Kamera Bilder aufzeichnen und zur mobilen Bodenstation funken. Dort soll eine Software aus den einlaufenden Daten kontinuierlich Luftbilder des überflogenen Gebietes berechnen und diese sogar zu dreidimensionalen Modellen verarbeiten. Stück für Stück erscheint auf den Monitoren am Boden ein Bild der Welt von oben. Das Projekt wird auf dem Workshop Maritime Sicherheit des Netzwerks Marissa gezeigt. Kaimauern und Straßen, Container an Container. Aus Daten wird ein zusammenhängendes Luftbild, live und in Farbe. Quadrocopter für die Sicherheit. Wendig, schnell und sehr mobil. An diesen Eigenschaften der unbemannten Luftfahrzeuge forscht das DLR. Zum Einsatz kommen die flexiblen Quadrocopter beispielsweise bei der Erkundung zerstörter Gebäude eines einsturzgefährdeten Kraftwerks in Zypern. Flugzeuge mit Radar. Ausgestattet mit einem Synthetik-Apertur-Radarsystem liefert die Dornier Do228 während des Flugs Radaraufnahmen in Echtzeit. So kann zum Beispiel der Verkehr aus der Luft beobachtet werden, unabhängig von Tageslicht und Bewölkung.